Kann ich als Rentenbezieher weiter in der kostenfreien Familienversicherung meines Ehegatten krankenversichert bleiben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte vor ein paar Tagen eine Rentenberatung in unserer Kanzlei oder unserem Büro in Halle. Und dort in dieser Beratung ging es um eine Dame, die dieses Jahr das 62. Lebensjahr vollenden wird. Und sie hat ungefähr 240 Kalendermonate Beitragszeiten in ihrem Versicherungsverlauf drin stehen gehabt und erwartet bei rund 13 Entgeltpunkten irgendwo später einmal eine Regelaltersrente von circa 550 Euro. Sie hat mehrere Kinder geboren, ungefähr, ich dürfte mich erinnern, zwei oder drei Kinder, ich glaube, drei waren es. Und aktuell ist sie Hausfrau, also sie hat seit vielen Jahren in die Rentenkasse nicht mehr eingezahlt und ist bei ihrem Ehegatten, bei ihrem Mann, in dessen gesetzlicher Krankenversicherung familienversichert, kostenfrei. Sie hat ja keine monatlichen Einkünfte. Ja, meine Damen und Herren, und sie hat mir dann die Frage gestellt: Wie sieht es denn da aus, Herr Knöppel? Bleibe ich aufgrund der geringen Rente, die ich später mal zu erwarten habe, auch in der Familienversicherung meines Ehegatten versichert oder werde ich dann, muss ich mich dann selbst sozusagen versichern? Ja, meine Damen und Herren, und die Rechtslage ist da in Bezug auf diesen Fall relativ eindeutig. Ich habe dann erst einmal gefragt, wie waren Sie bis jetzt versichert, krankenversichert? Und sie sagte, sie war immer Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, entweder über die Familienversicherung ihres Mannes oder früher dann im Rahmen der jeweiligen Beschäftigung, die sie ausgeübt hat. Sie war nie in einer privaten Krankenversicherung versichert oder sonstiges. Ja, und da ist die Rechtslage relativ eindeutig. Die Dame wird bei Rentenantrag, wenn sie weiterhin in der gesetzlichen Krankenversicherung ihres Mannes familienversichert ist, aller Voraussicht nach in die Krankenpflichtversicherung der Rentner kommen. Warum ist das so? Mit Rentenantrag prüft die jeweilige Krankenkasse, ob die Voraussetzungen für eine Pflichtmitgliedschaft in der Krankenpflichtversicherung der Rentner vorliegen. Das ist eine Pflichtversicherung für Menschen, die eine gesetzliche Rente beantragen oder auch beziehen. Und dort wird genau geprüft, ob in einer bestimmten Frist, in einer bestimmten Rahmenfrist oder wie auch immer in einer Vorversicherungszeit hier entsprechende Versicherungszeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegen. Und diese Krankenpflichtversicherung, meine Damen und Herren, ist eine Vorrangversicherung. Das heißt also, diese Pflichtversicherung wird immer vorrangig dann eintreten, wenn nicht eine anderweitige Versicherung vorliegt. Aber sie schließt grundsätzlich, da gibt es eine Ausnahme für Rentnerinnen und Rentner mit Optionsrecht, aber das ist schon ja fast Vergangenheit. Die schließt grundsätzlich die Familienversicherung, die Weiterführung der Familienversicherung aus. Und auch dann schließt sie die Weiterführung der Familienversicherung aus, wenn die Rente als solche, die Monatsrente als solche, unterhalb der Einkommensgrenze in der Familienversicherung liegen würde. Die Einkommensgrenze für Renten liegt aktuell bei 505 Euro pro Monat. Sie ist eine dynamisierte Grenze. Das heißt also, jedes Jahr, wenn die Geringfügigkeitsgrenze steigt, steigt auch dort, Entschuldigung, wenn die Bezugsgröße steigt, steigt auch dort die entsprechende Einkommensgrenze. Für Minijobber gibt es in der Familienversicherung eine andere Einkommensgrenze. So, und nun hat die Dame mir auch noch den Hinweis gegeben, dass sie ja eigene Kinder hat und da könnte man ja jetzt sozusagen auf die Idee kommen und die Kindererziehungszeiten, also die Entgeltpunkte oder die Rente, die aufgrund der Entgeltpunkte der Kindererziehungszeiten dort entstanden sind, mit rausrechnen. So sagt es auch Paragraph 10. Das ist in diesen Fällen dann auch tatsächlich zu machen. Aber das nützt unserer Kundin überhaupt nichts, weil die Rechtslage relativ eindeutig ist und darauf verweist auch ein Urteil des Bundessozialgerichts, dass hier es völlig wurscht ist, ob ich das rausrechne oder nicht.
Grundsätzlich hat die Krankenpflichtversicherung Vorrang vor der Familienversicherung. Das heißt also, wenn unsere Kundin im Jahr 2028 oder 2029 ihren Antrag für eine Regelaltersrente abgibt, wird sie aller Voraussicht nach in die Krankenpflichtversicherung der Rentner fallen, egal wie hoch ihre Monatsrente dann ist. Sie wird dann nicht mehr in die kostenfreie Familienversicherung ihres Mannes kommen. Sie ist dann selbst eigenständig pflichtversichert über den Altersrentenantrag. Ja, jetzt werden Sie natürlich die Frage stellen, wer kann denn dann überhaupt noch als Rentner dort reinkommen in die Familienversicherung? Das ist relativ einfach. Entweder Sie beziehen gar keine Rente, Sie sind zwar Rentner, aber beziehen keine gesetzliche Rente und haben keine Einkünfte, dann können Sie in der kostenfreien Familienversicherung Ihres Ehepartners nach aktueller Rechtslage, ist das so, weiter versichert bleiben oder dort reinkommen. Oder aber Sie erfüllen schlicht und ergreifend die Vorversicherungszeiten für die Krankenversicherung der Rentner nicht. Dann kommen Sie da nicht rein, dann gibt es keine Pflichtversicherung und dann können Sie weiter in der Familienversicherung sein. Voraussetzung ist aber, dass Sie nicht anderweitig noch versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich finde auch sicher auch relativ spannend, aber die Kostenfreiheit in der Familienversicherung hat irgendwann mal auch ihr Ende, wenn Sie selbst als zukünftige Rentnerin oder Rentner selbst mit einer geringen Altersrente, das brauchen nur 100 Euro zu sein im Monat, in die Krankenpflichtversicherung der Rentner kommen, dann haben Sie keinen Anspruch mehr auf die kostenfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.